My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Na, wie gefällt dir das, Beastman? Du Schwein! Na, nimm das hier, Junge. Das volle Programm. Ein Stiefel gefällt, ne? Der schmeckt. So. Zeit für eine neue Grillshow, Freunde. Grillshow! Muuuuh! Bam! Ah. Hier bin ich. Ich hab was Schönes mitgebracht. Na ja, damit hier. Was macht man denn damit? Ja, was Schönes Grünes. Das passt immer zu jedem Gericht. Das schmeckt doch gar nicht. Natürlich. Das kann doch gar nicht sein. Das waren doch deine Hörner hier oder was hier? Ja, rausgerissen, ne? Das sind zwei Waffen. Ja. Die muss ich entschärfen, Freunde. Ich mach daraus zwei schöne Greg Dogs. Zeit dem Gemüsemann einen Ellenbogen-Check zu geben. Bam! So, dann legen wir mal los. Hackfleisch hier vom Schwein. Das Greg-Gewürz da reinfeuern. Schön reinlunsen. Oh, ganz genau. So, ein bisschen Salz hinterher, ja. Denn ich meine, Greg-Gewürz hat kein Salz drin. So, Schafskäse, Paprika und rote Zwiebeln dazu. Und jetzt wird umgerührt. Schön rein mit den Händen. Oh ja, das macht Spaß. Ja, ist wie früher im Sandkasten spielen. Hey, dritte Hand, noch ein bisschen extra Gewürze. Jetzt kannst du die Dose auch leer machen. Rein damit. So. Nicht geizen, wir wollen Geschmack dran haben. So, rein damit hier. Ja, eine Schüssel war mir ein bisschen zu klein geworden. Und jetzt, Freunde, wird weiter geknetet. So, da ist hier unser Fleisch. Jetzt nehmen wir hier so eine Paprika. Schneiden die auf. Und machen die lecker. Indem man die Füllung mal richtig schön macht und nicht nur Gemüse. So. Aufgelunzt hier mit dem Hunter Knife, ne, natürlich. So, holt man diese Körner hier raus, kann man mit dem Löffel machen, spült die gleich noch mal ein bisschen raus hier. So, das macht man mit allen und jetzt nimmt man sich hier die Füllung quasi, das Bifteck hier. So, reingedrückt hier, Greg Dogs, Bifteck-Style natürlich, ne, und macht seine eigene Wurst hier fertig. So, eine Naturdame, würde ich mal sagen, ne. Ja, dafür ist das Grünzeug gut, würde ich sagen. So, oh, ja, Zeit für Spezialzutat. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! So, Bacon nehmen natürlich, ein ganzes Magazin rumwickeln, ne? Also zwei, drei Scheibchen müssten gehen. Wickeln wir schön ein, wollen wir Indirect Heat haben, ne? Und das Grünzeug verbrennt ja so schnell, ihr kennt das ja. So, drum gewickelt, die Torpedos. Ah, das ist ein Apparat hier. Und ich hab Prängel geworden. Ja, yeah. So, macht man mit allen fertig hier und dann ab zum Grill. Indirect Heat Setup hier. Da ist hier noch so ein Smokinator drin hier, der ein bisschen Hitzeschild gibt, ne? Braucht aber nicht unbedingt, ne? Geht auch so, ne? So. Jetzt legen wir mal die Reihe auf hier, so. 47er Kugel wieder angefeuert hier. Läuft die Kiste. So, alle hintereinander hier in Reihe und Glied aufstellen. Und die Dinger kann man nach oben ziehen hier. Die isst man ja nicht mit, die Stiele. Die können ruhig schwatt werden. Die Zündschnur quasi. So, hier passt noch einer hin. Ja, fertig ist die Fahrt hier, wie gesagt. Ne? Deckel zu, Freunde. Ein bisschen aufmachen hier, so. Zack, und dann, puh, ungefähr 30 Minuten später, wenn der Bacon goldbraun ist, kann man sie runterlunsen. Je nachdem, wie heiß euer Grill war. Ne? Ich hatte hier kein Thermometer dran, aber weiß ich nicht. 140 Grad, 150 Grad, würde ich sagen. Ne? Okay, Freunde, es geht los. Belegen wir mal unseren Greg Hot. Hier Brötchen nehmen, ne? Immer Richtung Fleisch schneiden, aber nicht so tief durch. Seht ihr, man kann sich hier ein bisschen was öffnen. So. So, das Söschen vom Beastman Burger hier. Hatte ich noch was übrig im Kühlschrank? Hier, kleiner Link zur Folge. Kleiner Zeitraffer, wie es gelaufen ist. Beastman! Kautzart rein. So, schön verteilen hier.
kleinen Happen. Ja, nehmen wir mal einen von unten hier. So. So, in der Mitte mit dem Torpedo. Ah, ja. Zur Zicki drauf, ja. Schöne Ladung geben, ja. Und als nächstes wemsen wir hier schön hier Gurke und Tomatoes drauf. Das ist ja immer der Salat beim Griechen ungefähr, ne? Und ja, Zwiebeln müssen drauf. Ganz genau. Da ist er auch schon vorne. Ja, der Greg Hot Dogs hier quasi. Bifteki Dog. Des Glücks. Rezept in der Infobox wieder wie immer mit allen Zutaten. Okay, Freunde, es gibt den Anbiss. Beiß einfach mal rein hier. Das Ungetüm. Mal gucken, ob es klappt. Okay, ab in den Hals. Man saut sich an, Freunde. Aber er schmeckt richtig geil. Also, übertrieben geil, muss ich sagen. Ich stelle nochmal vorher. So. Wir können nochmal hier so reinglotzen. Da hätte man die Wurst, die selbstgebaute, in der grünen Pille quasi. In Naturdarm, würde man sagen. Ne? Ja, kann man sich das nehmen und reinschnallen. Okay, das Ende schmeiß ich mir rein hier. Was und gehört? Das ist der Greg Dog des Todes für euch. Beißt euch rein. Ja, da sehen wir mal vorher. Man kann die Dinger auch ohne Brötchen essen. Guckt, sehen aus wie Würstchen. Perfekt. Boys and Girls, lasst den Daumen nach oben brennen, Abonation nicht verpassen und zündet das ganze Ding in die Welt hinaus. Ja, Freunde, bis bald. Lasst es krachen.